So, also der Montagsspaziergang, der reguläre Montagsspaziergang. Ja, sind auch ein paar Leute zusammengekommen und ja, sehr schön. Jetzt sind wir in der Zenti. Dort schallt das natürlich auch sehr schön. Ist auch eine feine Sache. Und ja, so muss es sein. Hier in unserer Stadt spazieren gehen ist und bleibt gesund. So, also spazieren gehen ist und bleibt gesund. Hier in Chemnitz. Hallo, hallo. Grüß dich, hallo. Hallo, grüß dich. Hallo. Na? Ja. Du bist ja Rose, du Mensch. Ja, ja, nee, ich werde das. Das sehe ich bis zum Zentrum erhöhen. Ja. Aber na, ich werde mal. Ich werde mal kontaktieren. Dass ich den hier immer habe versucht. Ja, also jetzt muss ich mal wieder ein bisschen was filmen. Und ich habe natürlich jetzt wieder mit vielen, vielen Leuten geredet. Wirklich sehr konstruktive Gespräche. Wunderbar. Und ja, also spazieren gehen ist und bleibt gesund. Da führt kein Weg vorbei. Und das ist wichtig. Und wir hier in Chemnitz, Montagsspaziergang. Sehr schön, sehr schön. Und die Leute haben oder können das Rathaus sehen. Das ist den Leuten, also den Spaziergängern, monatelang verwehrt geblieben. Wahnsinn. Ja, also ich will es nochmal zeigen. So sieht das aus. So sieht das aus, das Rathaus, von der Seite hier. Ja, also, ja. Und die Leute haben natürlich jetzt nach fast 2 Jahren wieder mal das Rathaus gesehen. Und können das Rathaus sehen, weil sonst war alles abgeriegelt wie Fort Knox. Ja, also wir sind richtig in der inneren Innenstadt. Ja, einmal frei, sehr schön hier. Und die Leute friedlich natürlich. Und haben natürlich ihre Musikinstrumente alle mitgebracht. Und manche proben noch ein bisschen und manche, da klingt das schon wie im Konzert. Also, ja, ihr hört's. Ja, also bei der vorherigen Veranstaltung, da ging es auch hauptsächlich gegen den Herrn Lauterbach. Hier haben wir das jetzt auch schon wieder gehört. Also der Mann, der ist wahrscheinlich nicht sehr beliebt. Warum wohl? Also ja, das klären wir vielleicht heute noch nicht ganz. Es wäre schön, wenn wir es heute klären könnten. Aber ist aber schön, wenn man es mal ansprechen kann. Im besten Deutschland aller Zeiten, wo Meinungsfreiheit und Demokratie unheimlich hochgehalten wird. Also wie gesagt, das ist immer, Satirebeiträge sind das immer, aber ist dann schon mal schön, wenn man es mal ansprechen kann. Und es ist so schön, wenn man in der Ferne Leuten ein Lächeln in das Gesicht zaubern kann. Und das ist doch schon mal eine ganz, ganz feine Sache. So. Also ich habe heute erst 3 Minuten gemacht. Ich bin jetzt hier mit so vielen Leuten im Gespräch immer mal mit. Und ja, da kann man natürlich nicht groß nebenbei noch filmen. Aber sehr schön. Spazieren gehen ist gesund. Hier natürlich auf der anderen Seite vom Nischel. Also der Karl-Marx-Kopf, der da drüben ist. Ja, also ja. Hat natürlich keine Schweißperlen auf der Stirn, der Herr Marx. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil wir über der Straße drüber sind. Aber naja, gut, das klären wir heute auch nicht mehr ganz. Aber wir müssen es ja mal ansprechen können. Im besten Deutschland aller Zeiten, da muss man doch Meinungen auch mal kundtun können und das auch veröffentlichen können, ohne dass hier zensiert wird. Ohne dass da hier zensiert wird. Aber man weiß ja, mein Hauptkanal mit 11.000 Leuten einfach schwuppsdiwupps weg. Ja, weil man mich mundtot machen will. Und das ist schon irgendwie ein bisschen traurig und beschämend für eine angebliche Demokratie. Ja, und das beste Deutschland aller Zeiten, was uns vorgegaukelt und gesteinmeiert wird. Genau so ist es. Nee, das ist alles nur noch krank.
Aber ja, wir machen das Beste. Ja, ja. Ja, das ist traurig, traurig. Ja, und dann werden auch damit Systemlinge geschaffen. Wir hatten zu DDR-Zeiten schon relativ viel Systemlinge. Aber ich denke mal, dieses System hat es noch übertroffen, wo gerade in Ämtern oder sonst irgendwo noch Posten geschaffen werden. Ja, ob es Sinn macht oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, die Steuergelder werden vernichtet. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Man kann schon mehr sagen, aber ist schon traurig, traurig. Also hier vorne haben wir nochmal die Basis. Super. Herzliche Grüße rüber an die Basis. Sehr schön. Sehr schön. So. So, ja, jetzt bin ich noch nicht ganz. Also hier sind noch, ja, noch 20 Leute hinter mir. Ja, aber auch wenn es wenig Leute sind, besser wie gar nicht, ist auf jeden Fall besser. Und ich denke mal, ist auch schön. Und wenn man dann, sagen wir mal, mit vielen Leuten, die in die gleiche Richtung denken, sich unterhalten tut, ist das doch eine Augenweide und es tut der Seele und dem Herzen gut. Und ich denke mal, das ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja auch in anderen Städten noch Spaziergänge oder Demonstrationen. Ich sage jetzt mal Zschobau, Annaberg, Limbach-Oberfrohna, ich glaube Zwickau ist auch was und Freiberg ist auch was, Dresden ist was. Also es sind überall Leute auf der Straße. Und heute habe ich natürlich ein schönes Feedback bekommen von Leuten, die in Frankfurt am Main waren. Circa 10.000 Leute waren in Frankfurt am Main. Auch bei einer brütenden Hitze. Wahnsinn, war sehr schön. Und auch sehr schöne Banner haben die Leute gesehen und Schilder. Also es gibt viele Leute, die sich Gedanken machen, was hier alles schief läuft und dass überhaupt sich was oder dass überhaupt was schief läuft hier in diesem Land. Und das ist gut so. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt ist die Frage, hat die Polizei das aufgegeben, hier groß abzusperren? Die Leute, die Steuergeldverdiener, die kommen sogar in Richtung Rathaus, was sagen wir mal schon Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder anderthalbes Jahr gar nicht möglich war. Und das finde ich natürlich auch eine wunderbare Sache, dass die Leute mal unbeschwert vors Rathaus gehen können. Also das ist doch schon mal was. Hallo, grüß dich. Grüße, hallo, ja, schön. Super. Nee, ist doch schön. Ich sage, wenn es überall wenig Leute sind, ist Sommerzeit, Urlaubszeit, aber besser wie gar nichts. Und denke ich mal, ist doch eine feine Sache. So. Genau. Ja, habe noch nicht allzu viel Minuten drauf. Also 8 Minuten 36 Sekunden. Mehr habe ich noch nicht. Aber ich denke mal, das reicht. Da gucken es vielleicht dann auch, wenn es relativ kurz gefasst ist, da gucken es vielleicht auch relativ viele Leute an. Weil die meisten haben auch wirklich Datenstress, ja, Daten überall. Und da hat man dann die Zeit, gar nicht Videos anzuschauen oder irgendwie. Grüß dich, hallo. Ja, genau. Also, ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Veranstaltung davor, die Diakonie. Ja, also, die hatten natürlich auch nichts Gutes übrig für den Herrn Lauterbach. Und hier ist es ähnlich oder genauso. Und das ist schon komisch. Also das ist schon, ja, ein angeblicher Politiker, der gewählt worden ist, der natürlich da jetzt verspottet wird oder den die Leute überhaupt nicht verstehen oder nicht gern haben können. Da sollten sich doch eigentlich die bestimmten Politiker sich mal Gedanken machen, was machen sie falsch oder was bringen sie rüber, was die Leute nicht überzeugt. Ja, also man kann es so oder so sagen.
So, also jetzt sieht man wieder das Rathaus in Chemnitz und natürlich Sonnenuntergang, also jetzt eine Gegenlichtaufnahme, das hat auch seine Reize, auch sehr schön, wunderbar hier. Letztens hat den Leuten, die jetzt Chemnitz nicht so kennen, geschrieben und auch gesagt, haben es auch manche Leute, wenn ich jetzt in Dresden war oder woanders, ihr habt ein schönes Rathaus, ja. Was nützt ein schönes Rathaus, wenn drinnen viel Mist gemacht wird? Also, wie gesagt, Artikel 5, Meinung, Grundgesetz, ja, also Insider wissen, von was ich rede. Ja, also, ist schon Wahnsinn. Und hier drüben, der, diese Felgenbäume, genannt Springbrunnen, ja, gefertigt in China. Und muss man sich mal vorstellen, ein bisschen Wasser kommt raus, aber mehr auch nicht. Ja, schön, jeden seine Sache, aber mir gefällt er nicht, aber erstmal eine andere Sache. Für 1 Million und in China hergestellt, ist schon ein bisschen erschreckend. So, also jetzt möchte ich mal das Video beenden, macht's schön gut. Also spazieren gehen, isst und bleibt gesund. Das ist eigentlich der Grund denn nur bei der ganzen Geschichte. Und man sieht sich, haltet zusammen und herzliche und patriotische Grüße in die Runde. Und haltet zusammen. Tschüss.